Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch ja ganz wunderprächtig, dass ihr gut geschlafen habt und einen tollen Freitag habt, jetzt ein tolles Wochenende natürlich. Heute, meine Freunde, spielen wir Brand in der Mitte. Denn, wie wir alle wissen wir, dass Brand in der Mitte gebufft wurde. Ja, und ich würde sagen, dann testen wir das Ganze doch einfach mal aus. Wir spielen also Brand mit Dark Harvest. Ja, ich habe letztens noch gesagt, Dark Harvest ist nicht so gut, aber Brand ist, glaube ich, so ein bisschen eine Ausnahme. Komet ist nicht besonders gut auf ihm, Ares auch nicht besonders gut auf ihm. Und vielleicht wäre Komet besser hier in der Lane, aber ich bin ganz mutig in meinen Skills und denke, wir kriegen das hin. So, wir spielen gegen Seraphine tatsächlich und pass auf, Leute, hier, zack, eine E da rein, zack, und eine W. Naja, okay, die W trifft nicht, aber das wurde ja tatsächlich am Brand gebufft, ja, deswegen habe ich auch mit E angefangen. Man kann einfach die E auf irgendwen machen und das Ding fliegt auf Gegner über, was ziemlich, ziemlich krass ist. Ja, ich habe leider noch nicht so die Ahnung, wie sich Seraphine spielt. Habe sie jetzt quasi das erste Mal als Gegner. Deswegen müssen wir mal gucken. Okay, das geht insane weit. Holy shit. So, wir machen mal einen zweiten Punkt in die W rein. Wir machen jetzt einfach mal eine W, würde ich sagen, oder? Und Feuer! Na, schade. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Naja, außerdem wurde ja auch seine Ultimate gebufft und er hat ein bisschen besseres AP-Scaling. Also, ich sehe hier einige Möglichkeiten, ja. Einige Möglichkeiten. Und, ah, das ist aber... Sacramento nochmal. Also, was kann sie nochmal? Sie kann zwei AOE-Spells. Der eine macht AOE-Damage und der andere auch. Gut. Schön. Kann ich? Komm, gib mir. Ja, okay, machen wir eine hier rein. Zack, kriegen wir die alle. Sehr schön. Oh, und sehr schön. Hat mich nur mein komplettes Mana gekostet. So, wie sieht es hier oben aus? Ja, mhm. Ja. Ich bin unterwegs, Leute. Falls Seraphine auch, die ist doch locker hier drin, oder? Ist sie nicht? Okay. So, wir haben jetzt unseren Stun geskillt. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir mal irgendwie hier ein bisschen was machen, Leute. Komm, hier, du brennst, das ist schon mal gut. Und jetzt brennst du noch mehr. Ah, die dodgt das echt? Glaube ich ja nicht. Ja, Skillshots, Leute, üben wir noch. Deswegen habe ich auch die Flask mitgenommen, weil wir... Naja, mana-technisch sind wir ja nicht ganz so on fire. Wir werden wahrscheinlich keinen Ludens bauen. Wobei, ich meine, wir könnten. Was spricht eigentlich gegen Ludens? Jetzt mal ehrlich. Was spricht gegen Ludens? Naja, das Problem an Brand ist, dass wir kein Escape-Spell haben, ja. Das heißt... Wenn wir gecatcht werden, werden wir gecatcht. Ich habe wahrscheinlich wäre Barrier besser gewesen, aber ich habe Ignite noch gepackt, weil ich meine, wir sind Brand. Und deswegen baut man Brand immer sehr tanky. Aber was wäre, wenn wir einfach die Gesetze neu definieren und einfach einen Ludens-Brand spielen würden? Zack! Ah, meine Spells treffen noch nicht, aber irgendwann werden die treffen. Sie ist ja auch bestimmt schneller. Ich meine, sie fliegt, Leute. Was soll ich denn da machen, wenn gegen den fliegenden Gegner? Wie unfair ist das denn? Was soll ich tun? Ich glaube, wir bauen einfach mal einen Ludens. Was spricht dagegen? Ich wüsste nicht, dass irgendwas dagegen spricht. Außer, dass ich halt hier nichts treffe. Ist sie überhaupt ein Midlaner? Ja gut, was können wir machen? Wie sieht's farmmäßig aus? Farm ist absolut even. Ja, weiß nicht. Irgendwie ist das halt komplett boring hier in der Mitte. Aber ich habe auch keinen Mana mehr. Ich kann nichts mehr machen. Vielleicht sollten wir einfach mal durchpushen. Vielleicht wäre das ein guter Plan. Ich würde versuchen, jetzt durchzupushen und dann shoppen zu gehen. Und dann töten wir sie. Naja, zack, kabatz, 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 kabatz. Jetzt noch eine E wäre geil. Hab leider aber keinen Mana mehr. Okay, die geht gerade runter irgendwo. Da ist sie. So, dann nehmen wir noch den. Kamehameha. Ja! Zack. Schön. Problem ist, wir können natürlich nicht unglaublich viel kaufen. Sind wir ehrlich? Frage ist, ob wir überhaupt Mana kaufen jetzt, oder? Also erstmal, ne, wer A sagt, muss auf B sagen. Wer Flask kauft, kauft auch Dark Seal. Punkt 1. Punkt 2, ein Buch. Punkt 3, Schuhe. Würde ich sagen, ist ein guter Back. Klar haben wir immer noch Mana-Probleme. Wir haben auch Mana-Flow mitgenommen, tatsächlich. Deswegen bräuchten wir nicht unbedingt Ludens. Also, Leander Schreiler ist natürlich super krass. Keine Frage, ja. Aber das sind für die Leute, die kein Positioning haben. Ne? Die brauchen noch ein bisschen zusätzliche HP. Ne? Wir gehen hier richtig fürs richtig feurige, heiß und speisige Gameplay. Es muss richtig knallen. Muss richtig brennen. Da muss richtig Zunder dahinter sein. Ne? Das werden wir machen. So, wir werden jetzt Level 6 machen. Werden die Kanone vorbildlich farmen. Zack, hier, die farmen wir natürlich auch. Einen von. Und jetzt werden wir roam gehen. Irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wohin. Aber wir werden jetzt roamen. Noch hier eine W rein. Noch eine E rein. Zack. Und jetzt gehen wir nach unten. Und bis dahin ist Thresh auch da. Shaco war gerade hier. Der ist sogar noch da. Aber da ich kann hier einfach meine Ult drauf machen. Ja, free! Free! Leute! Wie insane, den Kill haben wir nur gemacht wegen dem Brand-Buff. As simple as that. Weil die Ult auf mich selber überspringen kann. Ja, dann brauchen wir jetzt doch nicht mehr Roam. Hast den Kill, brauchst du nicht mehr Roam. Easy Ding. Und jetzt können wir richtig feurige Action machen. Hier. Okay, den haben wir daneben geworfen. Was kann sie nochmal? Sie kann irgendwie ihre Ultimate. Oh, jetzt ist ihr beste Moment dafür. Oh boy. Geh fort. Leviosa. Ich habe sie gestunt.
Geht gar nichts. Ich weiß nicht, ob da noch Damage kommt, so. Ob ich flashen muss oder nicht. Aber, oh, ein Dakar ist ein Daki. Na, ich glaube, wir können sie auch noch töten, oder? War das denn jetzt... Das war schon ihre Ultimate, oder? Hier, komm. Komm. Ja, du. Mit Lembrand OP. Ein schöner Yado war das. Ein richtig, richtig schöner Yado. Ne? Colorado, Yado, Yado. Whoop. Zack, oh, das war schön gemacht. Ich habe nämlich kurz bevor die Feuersäule hochkam, nochmal das Feuer gespreadet, was ja jetzt geht. Und dadurch macht die W natürlich mehr Schaden. Ja, das ist, wenn man... Für alle, die das nicht wissen, ganz kurzer Crashkurs, Leute. Also, Brand, ja. Wenn Ziele brennen, dann ist es immer geiler. Weil heiß ist meistens besser als kalt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Das bedeutet, wenn es dem Gegner besonders heiß ist und ihr macht die E da drauf, dann verteilt sich die jetzt, also jetzt immer, aber vorher, also nee, also jetzt weiter als vorher, ja, also es fliegt weiter. Der Feuerbuff. Ich weiß gar nicht, wird das E auch verteilt? Das müssen wir mal testen. Ich glaube, ja, oder? Das springt auch rüber, ne? Das ist nicht nur nicht das Feuer, was verteilt wird, sondern auch das Feuer. Testen wir jetzt? Ja, springt über, cool. So, wir skillen das Kamehameha als zweites. Guck mal, jetzt haben wir, könnten auch mal, was spricht eigentlich gegen Glacial Brand? Naja, wir haben jetzt, ja, Skillshots haben wir schon, aber wir machen das ja eh wahrscheinlich nicht dann. Von daher, das spricht wahrscheinlich dagegen. So, lass uns mal Leute töten. Botlane sind 2 Kills, vielleicht kommt uns Chaco wieder entgegen. Ja, könnte sein, dass Chaco, okay, die geht, guck mal, sie geht, da, der kommt, der, will keiner von euch mich abfangen? Ja, dann gehe ich jetzt runter und töte eure Botlane. Ja, okay, die checken das, aber ich fange jetzt, hä, der geht nach oben, okay, das ist doof. Ja, dann gehen wir für einen Delayed Push. Wir warten jetzt ganz lange, bis die Gegner denken, okay, jetzt kommt Brand eh nicht mehr nach unten. Und genau jetzt kommen wir nach unten. Das ist der Plan auf Alabama. Genau jetzt, seht ihr das? Die denken, ich bin gar nicht mehr da. Aber ich bin noch da. Leute, ihr müsst was machen. Das wäre mega geil, wäre das. Es wäre Hashtag Kamehameha. Ultimate. Lass mich doch gehen. Oh, okay, aber ich habe einen Kill gemacht. Ja, ich weiß nicht, das war Nautilus, der hat mich die ganze Zeit festgehalten mit irgendwas. Ich hätte natürlich früher flashen können. Hätte. Sollen wir Glacial, wollen wir Frostbrand spielen? Aber dann hätte ich auch, ja, ich weiß nicht, macht das Sinn? Glacial Brand, wir machen so, und dann kann ich easy meine EQ treffen, oder? Also easy, ja komm, Leute. Meta neu definieren, Loons ist auch cool und so, aber lass mal, wir spielen Frostbrand. Ja. Weil was ist krasser, als wenn einem nicht nur warm ist, sondern auch kalt gleichzeitig? Wie ist dieses Gefühl? So, ich muss mich ausziehen, oh, ist das kalt? So, das ist ja, ne? Das ist, also ich wüsste nicht, was noch stärker sein sollte als das. Also Abfahrt. So, wir machen jetzt wieder so, zack, 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 batz. Guckt, schön. Und sie brennt. Kame. Ah! Bam! Oh, sie ist gestunt. Bam! Komm, mach was. Guck mal, sie ist schon fast tot, Leute. Oh, wie geil, Brand, Leute. Brand. Wieso spielt eigentlich niemand Malzer Support, aber Brand Support? Was ist der Unterschied zwischen Malzer und Brand? Der eine ist lila und der andere ist rot. Wow. Aber niemand spielt Brand Mitte und niemand spielt Malzer Support. Irgendwas ist da hier verkehrt, Leute. So, Platte. Platte, wie das duftet, wie das saftet, wie das leuchtet. Gib mir die Platte. Wenn Chaco kommt, dann... Ich meine, Brand ist ein Hardcounter zu Chaco. Wenn er seinen Klon dann macht, dann stirbt einfach jeder. Sterben die, meint ihr? Nee, die sterben nicht, oder? Sterben die? Nee. Okay. Hier, guck mal. Was ist mit ihm? Okay. Ich hätte Bock, jemanden zu töten. Der Chaco kommt vermutlich nochmal wieder, actually. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er nochmal wieder kommt. Müssen aber unsere W ready haben. Wir facechecken einfach. Was spricht gegen facechecken? Guten Tag. Einmal. Okay, er ist weg. Wahrscheinlich hat er doch Angst gehabt. So, Botlane-Gank wäre natürlich geil. Web. Ja, gut. Okay, passt auf. Wir machen jetzt einfach ein All-In-Engage und töten sie. Was spricht dagegen? Passt auf, wir machen so. Schritt Nummer 1, E. Schritt Nummer 2. Tun so, als wenn wir weglaufen. Feuerball. Ja, okay. Hier, W. Bäh. Ist auch okay. Okay, da ist Kate, aber das macht ja nichts, oder? Ich habe eine Ultimate, wenn ihr das wollt, dann... Ja, komm, Ultimate! Ja! Ja! Warum ist Kate in der Mitte? Ich meine, warum ist Kate in der Mitte? Chaco? Okay, aber Kate, Leute, Kate, warum ist Kate in der Mitte? Warum ist Kate in der Mitte? Also, Leute, okay, jetzt haben wir... Brauchen wir echt Glacial? Ja, komm, Glacial. Oh, ist auch schon fertig, guck an. Glacial Brand. Let's go. Jetzt haben wir auch Mana. Dann hätte ich vielleicht auch keinen Mana-Flow spielen müssen, aber jetzt ist es zu spät. Too late. Kacke.
Ja, okay, die wird gegrabt, das ist nicht schlecht. Mann, ich weiß halt auch nicht, also ich weiß, was Seraphine kann, aber ich weiß halt nicht, was sie kann. Also, ja doch, ich weiß schon, was sie kann, aber ich weiß halt nicht, was sie kann. Nein, also, Leute, ich weiß schon wohl, was sie kann. Aber es ist halt was anderes, wenn sie noch nicht gespielt hat und nur weiß, was sie kann. Wisst ihr, was ich meine? So, gut, ich bin da, ich hab Bock, let's go, komm, ich mach Rachezug. Hier, passt auf, Glacial. Glacial, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 2, ah, ich hab kein Ult mehr, shit, aber vielleicht reicht das ja. Brenn! Autotick! Brenn, 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 brenn! Na? 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 Kacke, hier nimm das. Scheide! Mit Ultimate hätte ich da auf jeden Fall gekillt. Auf jeden Fall. Was ist eigentlich los? Warum sind jetzt... Leute, könnten die ADKs... Guck mal, Botlane stehen beide Türme. Können die ADKs einfach auf der Botlane bleiben? Wäre das ein guter Deal oder nicht? Oh, schön! Betsy! Hat das noch getroffen? Ich glaube schon, ja, hat es. Hallo! Guys, can bot stay bot? Ich meine, Leute, was soll denn das? Ist das hier Aram oder was? Toplane 03 ist auch nicht so geil. So, ich hab jetzt wieder Ultimate, hab Alter. Okay, mutig. Hab. Fast, ganz knapp. Es war extrem knapp. So, ich würde als nächstes. Oh, doch reicht. Als nächstes gerne Magic Pen schwaben. Ja, okay, passt auf. Ich gebe den Call zurück. Eine Platte. Oh, 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 oh. Komm, Ultimate, was? Oh nein! Oh, okay, ach Leute. Ach Leute. Der, ohne Witz, Chaco ist notiert. Chaco und Kate sind beide notiert. Wir haben jetzt Magic Penchure. Wir machen jetzt auch. Naja, ich weiß nicht, ob wir den Radar brauchen. Wir den Radar. Kann eigentlich meine Ultimate auch auf Boxen springen? Wenn sie sie sehen würde. Theoretisch ja, eigentlich, ne? Aber sie, ja. Okay, ist notiert, Chaco ist notiert. 3, 3, 3, 3, 3. Aber das ist tatsächlich auch das größte Problem bei Brand, Leute, dass er halt keine Mobility hat. Deswegen sollte man ihn halt auch ein bisschen tanky bauen. Grundsätzlich, was ist das hier? Erdrache? Naja. So, wir nehmen jetzt dann alle Erddrachen. Ja. Das Gute ist, dass wir jetzt richtig viel CDR haben. Normalerweise hat Brand gar keinen CDR. Ich komme, das ist perfekt. Ja, ich habe nur keinen Ult, aber es ist perfekt. Das Beste, Leute, never face check against Brand in the bush. That's a true story. Guck und zack. Was? Er hat die da rausgedingst. Aber ich habe noch gekillt. Da geht noch was. Ich habe gleich... Ja, 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 ja. Und feurig, feurig, sahnig, super Turbo. Geil. Jetzt geht's los, Leute. Es geht gleich los. Und jetzt habe ich gleich Ultimate. Gleich habe ich Ultimate und dann wird hier richtig zurückgegangstert. Ja, nee, du kommst hier nicht vorbei. Ah, 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 ja, okay, doch. Leute, was soll denn das? Was macht die denn die ganze Zeit hier in der Mitte? Und wie, ganz ehrlich, Leute, geht der Skillshot ein bisschen weit, ehrlich gesagt? Ein bisschen weit. Ich meine, ein bisschen weit vielleicht. Bats! Ach, der kann gar nicht explodieren, oder hat das nicht gereicht? So, wir haben beide Buffs, das heißt, wir können richtig honorieren. Oh, vielleicht laufen die in uns rein. Ja, 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 ja. Fap, 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 fap. Ultimate, meine Ultimate, wo ist meine Ultimate? Hier, Feuerball. Oh, okay. Hat die echt nicht? Wie oft springt denn über? Ist die echt fünfmal? Das war nicht fünfmal. Das war nicht, ich akzeptiere das nicht. Das war nicht fünfmal. Brauchen wir auch die Geister? Nee, die Geister wollen wir nicht. Ich sage, das waren nicht fünfmal, Leute. Das waren nicht fünfmal. Das Problem ist, dass die Ultimate echt sau wenig Range hat. Also, um auf mich überzuspringen. Das bedeutet, wir müssen richtig nah dran. Es kann sein, vielleicht waren es fünfmal. Aber ich glaube, das ist einfach, dass ich zu weit weg stand. Das ist mir ja schon mal aufgefallen, dass die Brand Ult da echt ein bisschen penibel ist. Ne? Ich meine, klar, okay, verstehe ich. Ne? Man möchte. Ja, 6-4, okay. 6-4. Wir haben jetzt aber schon gut AP. 200. Ne? 200. Is not too bad. Is not too bad. Tode 4, ja. Aber wir machen übel Damage, Leute. Wir böllern gleich richtig durch. Ich sag euch, gib mir nur einen Rabadons und es brennt richtig hier. Komm, ich hab Ultimate, ich hab alles. Pass auf. Erstmal ein kleiner Poke. Zack. Schöner Poke. Schöner Poke. Wenn ich schon wieder sehe, dass der ADK die Mitte pinkt, Leute. Hier. Flipp ich doch wieder aus. So. Bats. Okay. Ja, wie stellst du dir das vor? Was hier? Zack, jetzt, go! Jetzt mach! Ja, okay, dann nicht. Stun! Oh, ja, Ultimate! Ignite! Oh, hier, wo ist mein... Wo ist Vi? Ja, okay. Ja, okay. Aber ich glaube, Glacial ist tatsächlich not too bad, um dies oder das zu landen. Sie ist immer noch da. Sie ist immer noch hier. Aber wie kriege ich sie? Ohne Glacial glaube ich gar nicht. Oh, nein! Ja! Feuer, jetzt, help, Leute, help, 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 help. Leute, wieso seid ihr in der Mitte? Alter, ich flipp aus.
Was macht ihr denn? Warum sind die die ganze Zeit... Ich gehe jetzt Botlane. Ich hab die Schnauze voll. Ich gehe jetzt runter. Was soll denn das? What soll this? Ja, oh. Das Problem ist, dass unsere Vi, die ist zwar ganz gut, aber die ist Full Damage. Das heißt, die explodiert sofort, wenn die da jetzt reingeht. Aber es sind auch zu viele Gegner. Au. Ich glaube, ich muss hier doch defen. Ja, also eigentlich will ich einen Kill haben. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt doch nochmal Mitte gehe. Wenn die jetzt nicht so lau wären, wäre ich einfach runtergegangen. Da bin ich jetzt mal ehrlich, Leute. Ne? Gut. Alter, richtiges Aram. So, ich habe einen Frierer. Hier wird jetzt jemand eingefroren. Zack. Zack, hat nicht getroffen. Schön. Feuerwelle. Eine E, eine Q. Zack. Und jetzt gehen wir Botlane. Schnauze voll. Naja, ihr könnt jetzt Midlane bleiben. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Faxen. Nee, ihr bleibt da jetzt. Ihr bleibt jetzt da. Die Frage ist, kann ich Darius besiegen? Darius ist 2-4, hat mehr Cree Boots. Vielleicht kann ich einfach mal so ein kleines Feuerchen aus dem Busch machen. Guten Tag. Und ja, it's not too bad. Aber das ist halt, ich brauche mehr Rotationen. So, jetzt habe ich aber nur Kate und Nautilus. Das ist fein. Dick und doof. Das ist fein für mich. Mefiago. Nado, nado. Wir brauchen hier ein Ward ganz dringend. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt alle zu mir wieder. Wir müssen hier so ein bisschen warten und aufpassen. Guck, da ist Nautilus. Der macht irgendwelche Golems. Guten Tag. Einmal bitte dein alles. Oh. Feuerball. Meine Ult. Wo ist meine Ult? Na, da kommt gleich noch Verstärkung. Ich sehe schon kommen. Habe ich ihn gestunt? Brenn doch! Was ist das für eine Laterne? Ah. 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 Mann, Leute. Ey, One-on-One-Me. Ich bin so ein richtiger Riven-Spieler gerade. Aber ich will auch nur mal ein bisschen testen, was so geht. Die können nicht mich One-on-One. Was ist denn mit den Leuten? Wo kommen wir denn hier hin, wenn das so läuft? Was ist das hier? Da kann ich ja gleich Aram spielen. Menschens Kinderlein. Okay. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Was können wir tun? Mitte vielleicht? Mitte, Schmitte, 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 Mitte? Ich denke, hier am Drake kann ich ordentlich. Kommt, Leute, hier. Wir brauchen jetzt Drakes langsam mal. Ist halt niemand da. Wo ist Vi? Vi ist tot, Leute. Alle sind tot. Und Trash ist oben. Ja, nicht so geil. 6-6. Och, Leute. Ey. Aber ich. Je länger wir ins Late Game kommen, umso mehr Damage mache ich. Das ist genau da, wo ich mich wohlfühle. Oh, das wird knapp. Jetzt gleich wieder weg sein. Jetzt. Er ist noch da. Ja, go, 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 go. Und eingefroren und Feuerball drauf. Das ist meiner. Danke. Ja, schön. Schön, 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 schön. Das ist ein Schako. Das ist ein Schako. Okay, cool. Wo, hier, Leute, hier ist er noch. Bam! Das war meiner, aber ist okay. Ich akzeptiere, ich akzeptiere. Gut, jetzt gehen wir schön Botline. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte in Kamehameha. Wir können jetzt noch einen Stab kaufen. Wäre mega geil, wenn wir Rabadon zusammenkriegen würden, bevor wir shoppen gehen. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Zack. So, ja, Waveclear ist halt ein bisschen... Also, der ist nicht schlecht, ja? Versteht mich nicht falsch. Aber ich kann nicht alle Minions auf einmal treffen. Also manchmal ja, aber meistens nicht. Das kommt so ein bisschen drauf an. So, wer könnte kommen? Gerade, glaube ich, keiner. Das heißt, wir pushen hier nochmal fix durch. Betsy. Da nochmal eine W rein. Zack. So, mir fehlt leider noch Geld, aber ich denke, da können wir gerade nichts drehen und tun. Oder one-shotten wir sie. Komm, wir warten mal, Leute. Wir luschern mal ein bisschen. Ein bisschen luschern. Ich brauche halt meine Ult, das wäre mega geil. Sie wird gleich vielleicht noch die Wave pushen. Wir warten. Geduld zahlt sich stets aus. Nein! Nein! Oh, der... Erstens, was war das für eine Jinx-Rakete? Zweitens, können die Golems... Aber das hat die nicht gecheckt, dass der zu mir gelaufen ist. Das hat die nicht gecheckt. Und jetzt geht's los. Was? Wieso hat die Flash? Wieso? Wieso hat jeder alles? Ach, Leute, Menschenskinderlein. Na gut. Flash für Flash. Aber manchmal kann man... Oh, die sterben... Was? Die sterben alle nicht? Ach, komm. Leute... Ist das irgendwie von Pech gepriesen oder so? Gut. Bastone Kolossale ran. Schön. Das ist aber auch echt ein harsches Game hier. Support Seraphine Midlane. Wo kommen wir denn da hin, Leute? Was soll denn das? Was ist jetzt hier los? Okay. Wir brauchen noch 400, 500 Gold.
Dann knallt's. So, was kann. Guck mal, komm, alle in der Mitte, ey. Am liebsten würde ich da einfach eine Ult reinwerfen. Mache ich, glaube ich, auch. Guten Tag. Guten Abend. Ah, reicht nicht. Meiner ist nicht lang genug. So. Zack. Oh ja, da Ultimate. Und Feuer. Und Feuer. Betsy. Oh, Betsy. Betsy weg, Benson. Nein, das macht so viel Schaden da. Mach hier, der brennt. Der brennt, der brennt, der brennt. Der brennt. Und Feuerball. Oh, ich habe mich nie mal einen Dark Harvest bekommen, oder? Ja, war gut, Leute. Ich habe ohne Witz auf ehrliche Basis. Ich habe 1 Milliarde Schaden gerade gemacht. 1 Milliarde. Ich habe zwar niemanden gekillt, glaube ich, vielleicht einen. Aber 1 Milliarde Damage. Guck mal, Tryndamere war nicht mal da, oder? War der oben? Nee. Der war nicht mal dabei. Der Free. Das ist auch einfach Brands Stärke, ne? Du wirfst den Feuerball rein. Nicht nur, dass diese ganzen AoE Damage Spells 1 Milliarde Schaden machen. Noch dazu kommt, dass die ganzen Passives dann noch explodieren. In dem Team. Na, da sind mindestens 2 oder 3 Passives explodiert. Oder sogar 9. Oh, und jetzt haben wir Rabadon. Falls nicht sogar, vielleicht sogar den kompletten Win. Wir luschern mal. Lass mal bitte luschern, Leute. Bisschen luschern. Oh, die Laterne. Ich könnte noch eine Ult, aber wir machen erstmal den Rabadon. So. So, jetzt ist die Frage. Ich würde jetzt auf Voidini gehen. Den guten Voidini. Voidstaff. Oder? Ich meine, Leandis Ryla ist. Lasst uns mal runterrechnen, Leute. Jetzt sagen einige zu mir, aber Leandis ist voll gut. Ja, Leandis ist echt nicht schlecht, weil der Gegner dann Burn-Damage bekommt. Aber wenn der Gegner direkt durch Rabadons und durch Turbo viel AP sofort sein ganzes Leben verliert, dann mache ich auch mehr Schaden. Also ob ich jetzt mehr Schaden mache über ein bisschen Zeit oder ob er direkt weg explodiert. See no difference. Und ich sag mal so, ich denke, Rabadons macht hier mehr Schaden als Leandis. Okay. Nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich, geh weg. Geh weg. Oh, ich bin Dodge Lord. Hier, Feuerball. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Oh, die brennen alle. Die brennen. Die brennen. Leute, geht weg von mir. Ja, Feuerball. Feuer. Mehr Feuer. Hier, Feuer. Mehr Feuer. Ja, schön, schön, schön. Mich, 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 mich. Geh weg. Geh weg. Geh doch weg. Schön. Ja, Leute. Schön, 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 schön. Ich hab noch einen Feuerball. Feuerball. Okay, der geht nicht so weit. Ja, aber gut. Gut. Ja, 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 ja. Und alles, weil sie nur den besten Spieler rausnehmen wollten. Nice. Feuerball. Ja, das war's. Ich würde sagen, this is war setting being. Ja? Also auch hier gerade wieder 1 Milliarde Damage wird. Der Vorteil natürlich, jetzt muss man sagen, ja, aber Tobi, was ist denn der Vorteil bei deinem Bild? Haben wir ganz klar gesehen. Ich hatte 30% CDR. 28 stand da. Ich konnte einfach mega viele Spells bei Leandris Brand machst du halt einmal und dann ist vorbei. Du machst einmal und ist vorbei. Da ist vorbei die Show. Keine Zugabe, nichts. Meiner ist der Zugabenbild. Ne, Zugabe hier, Zugabe da, hier noch ein Lied, da noch ein Lied, da noch ein bisschen Feuer. Ne, ich würde sagen, musiktechnisch und zugabentechnisch ist Brand die bessere Seraphine. Also, wen honoren wir hier? Boah, weiß ich nicht, ey. Die beiden haben mich genervt, dass die ihre Gegner in die Mitte gelassen haben und nicht, also, so immer die zuerst da waren. Vi war nett. Ja, sie war nett. So. Jetzt will ich aber mein Damage sehen. Damage war im Haus, wobei ich halt auch sehr oft gestorben bin. Ja, das war okay. Das war fein. Und deswegen spielt man Brand. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und goodbye. Bis denn, Antenne.